and his robot jazz band. A 1, 2, 3, 4. Und dann wieder herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play City Skylines. Wir sind heute in der vorletzten Folge. Oh, da unten wird der Produktschlüssel angezeigt. Das ist aber wunderschön. Mal schauen, dass so eine Aufnahme drin ist. Bringt euch ja nichts. Das Spiel ist ja schon aktiviert, schon längst. Das ist irgendwie gerade dezent laut, habe ich das Gefühl. Und wir sind heute ja in der vorletzten Folge. Oh ja, vorletzte Folge der Staffel heißt der vorletzten Folge mit dieser wunderschönen Stadt, mit unserem Drecksladen, hinter den Gleisen, bla 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 bla, oh, hinter den Schienen, weil der Verkehr läuft hier langsam echt amok. Wenn man sich das anschaut, wo sich das einfach mal überall staut. Obwohl, hier geht's ja inzwischen, ne? Ist wohl gar nicht mehr so viel hier runterfahren. Also manchmal verstehe ich das Spiel nicht. Aber hier ist halt wirklich alles schon ganz schön dicht und zu. Also wir haben minus 44.000, was? Pause. Warum haben wir minus 44.000? Warum? Budget? Wir haben nur noch die Hälfte der Einwohner. Warum? Warum haben wir nur noch die Hälfte der Einwohner? Darf man das mal bitte sagen, jemand? Geiles Deutsch, echt. Ich hoffe jetzt übrigens, dass es jetzt einigermaßen flüssig läuft, weil jetzt habe ich ja... Ich habe mal ein RAID 0 installiert, das heißt zwei Festplatten sind zusammengeschlossen und auf die wird zusammen aufgenommen. Dadurch ist das schneller, weil halt... Sag ich mal, wenn man sich vorstellt, es wird ein Sektor auf die eine Platte geschrieben, der nächste Sektor auf die andere. So hat halt jeder nur die Hälfte zu tun, sag ich mal, mit der ganzen Datei. Und deshalb ist sie effektiv schneller, oder sind sie zusammen effektiv schneller. Aber warum wir jetzt so ein großes Minus haben? Hä? Sterben die gerade alle? Ich habe so das Gefühl, ne? Oh. Ich habe gar keine Mods installiert. Ups. Die Mods sind alle weg. Verdammt. Irgendwas läuft gerade mächtig schief, weil ich habe mein Windows mal neu aufgesetzt und... Also die Mods fehlen. Jetzt wohnen hier weniger Menschen. Die verrecken alle, weil sie anscheinend zu alt sind. Geringer Bodenrichtwert. Warum? Habt ihr keine Parks mehr? Warum fehlt der Park? Hä? Warum? Ich muss jetzt mal ganz, ganz viele Parks hier pflanzen. Aber der kostet, glaube ich, viel, ne? Okay, 40 die Woche ist jetzt nicht so tragisch. Ist mir jetzt gerade egal, wie viel ich jetzt hier ausgebe. Weil nur vernehmen wir uns noch ein paar Kredite, aber es ist halt wichtig, dass jetzt erstmal alle abgedeckt sind. Scheiß jetzt auf darauf, dass es gut aussieht. Ich muss meine Stadt retten. Warum auch immer die gerade jetzt so am Arsch sind, ich weiß es nicht. Weil es fehlen nur ein paar Parks und es fehlen so viele Menschen, die verrecken alle. Warum? Hä? Hilfe. Warum fehlen die Parks? Ich verstehe es nicht. Guck mal, da muss ich nicht mal künstlerisch meine Stadt abbrechen. Die ist gerade so im Arsch wegen irgendwelcher Modifikationen, die jetzt nicht mehr da sind. Ich frage mich, warum eigentlich. Na super. Das nützt sich auch gerade gar nicht, wenn ich das ganze Geld rausblase, habe ich das Gefühl, weil sich das nicht wirklich bessert. Die sind alle noch krank und das und bla und bli und blub. Jetzt nehme ich übrigens gerade mit neuem Codec auf, testweise. Bankrottalarm, ja toll, die Stadt steht am Bankrand. Nochmal. Die Stadt steht am Rande des Bankrotts.
Sie müssen Dienstleistungen stilllegen, um Geld zu sparen oder aber mehr Einnahmen durch Steuererhöhungen erzielen. Sie können auch Darlehen aufnehmen, sofern welche zur Verfügung stehen. Notverkaufsoption: Wenn die oben stehenden Maßnahmen nicht ausreichen, können Sie Ihre Stadt mit Hilfe eines Notverkaufs retten. Beachten Sie aber, dass dadurch weitere Errungenschaften gesperrt werden. Wahrscheinlich. Das braucht man nicht. Wir machen jetzt einfach mal Pause, gehen wir ins Budgetfenster. Wir haben ja die Steuern massiv abgesenkt, die erhöhen wir jetzt einfach mal auf 11% überall. Ich glaube 13 oder so kann man machen. Hier die Neureichen bitte auch. 11%. So. Jetzt geht es glaube ich gerade wieder etwas bergauf. Budget. Müssen wir einfach hier das hier auf 0, die Bildung verringern wir. Die Polizei auch, weil wir haben eine relativ zahme Stadt. Nö, ist jetzt auch etwas weniger wichtig. Genauso die Züge brauchen wir jetzt nicht so ein hohes Budget zum Reinblasen. Und Flughäfen, hallo, warum geben wir so viel für Flughäfen aus? Also jetzt schauen wir mal, ob das was bringt. Und was ist, also es bringt was definitiv, aber wie viel? Wir sind gleich wieder im Plus. Es fehlen noch 10.000 knapp. 2.000. Und wir sind wieder im Plus ab. Ab, hallo? Reicht das immer noch nicht? Sind wir im Plus? Jetzt sind wir im Plus. Okay. Wir haben uns gerettet vom Bankrott. Nein, nicht wirklich, aber... Alter, jetzt muss ich hier... Ach ja, ich muss ja noch alles manuell abreißen, ne? Ich frage mich echt, warum das so ist, ganz ehrlich. Aber ich glaube, eigentlich müssen wir das der Bank abreißen, oder? Weil die sich wieder neu ansiedeln, oder? Oder? Ich weiß nicht. Oder, bitte hilf mir, bitte. Mal schauen, ob wir das jetzt in der Folge mal irgendwie gerettet kriegen, weil wir nicht... Habe ich gleich ein vorzeitiges Staffelende, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Kann ich mich neuen Projekten widmen, was? Ich habe auch so viel eigentlich auf der Liste. Und so wenig Zeit zum Zocken oder zum Aufnehmen, besser gesagt. Bankrottalarm, willst du mich verarschen? Wir sind doch im Plus, oder nicht? Wir gehen nicht bankrott, nein. Hier mit der Feuerwehr gehen wir noch runter. Das bringt aber nicht so viel. Mit dem Wasser können wir vielleicht noch etwas runtergehen, oder? Mit dem Wasser können wir deutlich runtergehen. Und mit dem Strom. Strom haben wir auch mehr als genug, Alter. Wir können ja, Moment. Wo sind unsere Solarkollektoren? Gebäude ist abgeschaltet. Abgeschaltet. Abgeschaltet, abgeschaltet, abgeschaltet. Das ist an. Aus. Wie viel Strom produzieren wir jetzt? Immer noch mehr als genug. Wir können fast noch einen Kollektor abschalten. Aber ich bin jetzt erstmal dabei beim Abreißen. Oh mein Gott, das wird jetzt dauern. So. Was sagt eigentlich gerade die Grafikkartentemperatur? Okay, ist... Oh Mann, jetzt nerv mich doch mal nicht. Also welche Errungenschaften sollten wir bitte noch freischalten? Wir haben schon alles. Ich habe auch schon alles privat. Glaube ich. Ach, das heißt alles. Ich habe knapp die Hälfte. Ja, ich brauche den verfickten Key nicht. Ich habe 17 von 33 Errungenschaften freigeschaltet. Was eigentlich schon viel, ziemlich viel ist, muss ich sagen, für mich. Wobei ich halt natürlich vieles auch nur dadurch bekomme, dass ich mir mal eine funktionierende Stadt als Modifikation runtergeladen habe, was es zuhauf gibt. Und da wird halt schon so viel freigeschaltet. Das ist der Wahnsinn. So. So, wir haben wieder... Oder wir sind immer noch im Bankrott. Wunderbar. Das freut mich über alles. Oh, wir haben gerade eine Straße gelöscht. Das tut mir jetzt sehr leid. Es tut mir so leid. Aber ich merke irgendwie schon, wir kommen nicht mehr auf den grünen Nenner. Alter, wir sind bei 100. Alter. Okay, eindeutig. Unsere Stadt ist im Arsch. Ach man, mein schönes Manhattan.
Es war so schön. Wollen wir jetzt dich noch mit Absicht vergraulen? Wir jagen alles hoch. Bam. Die Steuern jagen wir auch komplett hoch. Damit schön alle ausziehen. Mal gucken, auf wie wenig Einwohner wir die drücken können. Boah, wie sofort hier das hier erhöht wird. Aber ich glaube, die werden gleich alle streiken und abhauen. Nein. Die nehmen zu in der Bewohnerzahl. Bauen die tatsächlich noch neue Häuser? Schlechte Idee. Schlechte Idee. Ganz, ganz schlechte Idee. Alter, 29% Steuern. Dem Flughafen geht's gut. Die Flugzeuge kommen, die Flugzeuge gehen. Wunderbar. Und hier? Auch noch alles schick. Tripod spielt Vishera. Cleanup Detail. Okay. Ich werde mal gucken, was ich als nächstes Projekt starte mit euch. Ich habe halt überlegt, entweder was in Richtung Watch Dogs, wenn euch das gefällt. Das habe ich privat mal gezockt und ich finde es geil. Allein schon von der Grafik. Wir haben noch 9000 Einwohner. Oh, die sind nicht happy. Überhaupt nicht happy. Wir machen keinen Notverkauf. Und wir haben aber den offiziellen Bankrott erreicht. Das ist nicht schlecht. Ich muss schon sagen. Dark Hunter spielt unepic. Das Spiel soll eigentlich gut sein, aber ich habe halt auch von vielen gelesen, dass es doch ziemlich unepisch halt ist, ja. Nichts Besonderes. Den würde ich mir natürlich selber gerne ein Urteil bilden, habe es mir aber leider im Steam Summer Sale nicht gekauft oder nicht kaufen können, wollen, dürfen, sollen. Feuerwehr. Dann halt nicht. Wie gesagt, was man halt auch mal spielen kann, ist Adventure Capital. Oh, ich glaube hier einen Scheiß, Entschuldigung. Was würde ich jetzt sagen? Ja, sag doch mal, komm, gib mir einen Tipp. Wie heißt es denn? Prison Architect, Entschuldigung. Das macht eigentlich auch noch Bock. Wir haben noch 1300 Einwohner. Und ein Minus von 160.000. Ist schon mal nicht schlecht, ne? 170 inzwischen. Ich sehe das so schlecht auf dem Fernseher, der ist nicht so farbgetreu eingestellt oder etwas. Und ich kann mal meinen Fernseher umstellen. Warte mal, wie ging denn das? Adjust? Smart Build? Spiel? Ah, na jetzt sehe ich alles. Wahnsinn. Nicht. okay. Wir haben gleich 0 Einwohner. Mal sehen, ob es wirklich 0 werden. Das mit dem Observatorium sieht so geil aus, oder? Ich finde schon. Mal schauen, wenn es 0 sind, dann höre ich wirklich auf. Aber ich glaube an euch Menschen. Bitte verlasst mich nicht. Aber es hat auch ein Gutes, ne? Es ist kaum noch Verkehr. Ist nahezu tot, wenn ich das so sagen darf. Ich kann es ruhig akzeptieren, das bringt jetzt auch nichts mehr. 400. Ui, noch ein letzter Flug durch unsere wunderschöne Stadt. Hier unsere Fake. Alter, was spielen die jetzt alles? H1, Z1. Ups. Na, geht's? So. Und irgendwie bin ich doch ein bisschen traurig, weil wir haben uns die Stadt so geil aufgebaut in 24 Folgen. Es ist so episch geworden, aber trotzdem. Ach ja, ich bedenke nur, wie fing alles an hier? Good old Springfield. Dies war unser Starterviertel. Das hier alles, Moment.
Das war unser Start. Dann haben wir erweitert in diese Richtung. Manhattan wurde dazu gekauft, The British One, Neureichenhausen. Dann als nächstes hier quadratisch denken, hinter den Schienen und zuletzt unser guter alter Drecksladen. Alles eins stolzer Viertel mit Wohnungen. Oh, es kommen wieder welche. Mit Wohnungen, mit Geschäftsgebieten, mit Supermärkten, Modeboutiquen, Büros und dreckiger Industrie. Und. Diese Zeit ist jetzt vorbei. Wir haben 2,5 Millionen Schulden. Wir haben noch ganze 290 Einwohner. Und damit verabschiede ich mich von der Staffel 1 von Let's Play City Skylines. Mein Name ist Tim Burton. Haut rein, Leute. Ciao.